völlig weggetreten. Ich bin mich selbst nicht mehr. Ich will aus 15 Metern ins kalte Wasser springen, damit ich wieder merk, dass ich am Leben bin. Ich geh da vorne bis zum Rand. Ich spür mein Herz pulsieren. Ich atme ein und lass mich fallen. Ich spüre jeden Teil von mir elektrisches Gefühl. Ich bin völlig schwerelos. Elektrisches Gefühl. Wie beim ersten Atemzug. Elektrisches. Ja, mache ich jetzt, ne? Also, ich fange da mal an. Ach, ist doch immer wieder geil, diesen Planeten zu sehen. Seht euch den Hintergrund an, die Sonne und, boah, schon cool. Ach so, die Mission. Ich muss jetzt. Was muss ich denn machen? Aha. Oh, oh. Ah, okay. Einfach die Bälle ins Tor schießen. Oh nee. Das Tor ist ganz unten rechts. Lustig. So, ich fliege jetzt mal zum ersten Mal. Hier sehen wir den Spaceball in seiner natürlichen Lebensraum. Er bewegt sich nicht, weil er möglichst viel Kraft schöpfen möchte. Er ernährt sich ausschließlich von Energiekugeln und Energiekugeln. Aber wir müssen aufpassen, es ist ein sehr schreckhaftes Lebewesen. Was ist das? Der Ball scheint nichts zu bemerken. Doch was er nicht weiß, dass er Beute ist. Langsam schleicht sich ein Storm an. Er hat seine potenzielle Beute entdeckt. Hinter diesem Hügel. Doch das arme, wehrlose Spaceball ahnt noch nichts von seinem Schrecken. Stück für Stück bahnt sich der Storm seinen Weg durch das hohe Gras. Stück für Stück. Ganz langsam und behutsam. Der Spaceball hat ihn noch nicht gesehen. Und jetzt greift der Storm. Ups. Jetzt greift der Storm an. Nein, was tut der Storm? Fliegt zurück. Der Storm hat eine Fehlfunktion. Okay, nochmal. Der Storm greift an. Der Spaceball reagiert sofort. Versucht wegzufliegen. Dort ist eine Wand. Dort ist ein Tollhaken. Hallo Tollhaar. Wenn es nicht glatt ist, kannst du schweben. Los. Was ist denn das eigentlich, wenn ich den anziehe? Ist der denn endlos? Was willst du denn? Stehen. Jetzt hole ich den anderen Ball von da unten. Oh, jetzt ist der eine Spaceball nicht mehr so allein. Und der andere ist bei ihm. Schauen wir mal, wo der dritte ist. Der dritte ist oben links.
Dann schieße ich jetzt die beiden hier zu der ersten Erdstelle. Und dann hole ich noch den von oben links mit. Diese kleinen Flattermänner. Was auch immer das genau sein soll. Sieht aus wie so eine Zecke, die gerade frisch Blut gesoffen hat. Total aufgebläht ist. Naja, sind ja auch Metanoiden, ne? Eine Menge Gas. Mich mal interessieren, was passiert, wenn man den Streichholz anzündet. Naja, egal. Ich hole jetzt den Ball. So, ich habe jetzt drei Bälle und jetzt werde ich gemeinsam mit diesen Bällen auf Reise gehen. Und zwar zum vierten Ball und der ist ganz oben in der Mitte. So. Mal unterwegs ein bisschen was abknallen, weil ich brauche ein bisschen Energie. Heiliges Kamel, was kotzen muss, weil es zu viel getrunken hat. Ey, ich habe hier gerade eine ziemlich schwierige Situation. Ach, am Arsch, wirklich schwierig. Also, der Ball befindet sich dort oben. Fuck! Oh! Heiliges Kanonenrohr. Das war knapp. Alter. Hier ist echt viel los. Die schießen auf mich. Guckt mich nicht. Oh, ja, genau. Das ist das Leben von Klippen. Es geht rückwärts. Kleine Welle, spüre mir Geschirr mit viel, viel Kraft geht. Kennt ja das Spiel. Kennt ja das Spielchen langsam. Ich werde jetzt diese vier Bälle den ganzen verkackten Weg da runterführen. Die Ball Nummer 5. Und bis dahin, sage ich mal, ist schon echt hart, wenn ihr dann immer noch zuguckt, ne? Aber gut, bis gleich. Spiel vor. So, ich bin genau hier und ich habe meinen Plan geändert. Ich werde jetzt diese vier Bälle erstmal ins Tor schießen, natürlich aus 11 Metern, und dann werde ich den letzten Ball holen, der da noch in der Mitte unten ist. Ist gerade ein bisschen lästig hier mit den Stunttürmen. Das war ein ganz schöner Weg, das war ein ganz schöner Weg. Ich werde jetzt nochmal vorspulen, bis ich am Tor angekommen bin. Jo, wir sind am Tor angekommen. Und was werden wir tun? Das habt ihr gut erraten. Wir werden diese vier Bälle in dieses Tor schießen. Es hat lang genug gedauert. Doch trotzdem hat es irgendwie gebockt. Mal so über den Planeten zu fliegen. Zu gucken, wie man das so aushält. Die ganzen Viecher, man muss ja langsam fliegen, die ganzen Bälle immer schubsen. Schon ein bisschen schwieriger als nur drüber zu fliegen. Da ist ein Ball in die Luft geflogen. Naja, könnt ihr mal sehen, was für eine Kraft mein Blaster hat, dass sie gegen das Tor fliegen und dann fahren. Und okay, der hat sich Zeit gelassen. So, jetzt kommt die Final Ball. Ich fliege jetzt dorthin.
Da 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 da. So final ball. So. Der letzte Ball. Das letzte Tor. Euch wird wahrscheinlich schon bluten das Ohr. Geradeaus, Leute, die letzten Meter. Die allerletzten Meter. Die allerletzten Meter. Nur noch geradeaus. Und das ist der letzte Ball. Dieser Ball wird die Mission abschließen. Dieser Ball wird der entscheidende Ball sein. Das ist der Ball der Bälle. Und ich werde ihn ins Tor schießen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, er nähert sich. Und jetzt der letzte Ansturm. Und er kommt. Er läuft. Er fliegt näher. Und er fliegt näher. Es gibt keine Gegenspieler. Keine Abwehr. Es gibt nur ein Tor, ein Ball und ein Raumschiff. Okay, es gibt Gegenspieler, aber die sind schwach. Und wird Hahn schießen? Wird Kevin schießen? Wird er schießen? Und er schießt! Tor! Tor! Und da liegen Bauerpläne! Da liegen Bauerpläne! Was wird das sein? Spaceball Fendrone und? Spaceball Fendrone! Jawoll! Jawoll! Könnt ihr mal sehen. Könnt ihr mal sehen. Aber mal ernst. Mal ernst jetzt zu diesem Event. Es ist einfach. Es kostet nur ein bisschen Zeit. Zudem muss ich sagen, dass diesmal im Shop die Drohne, wir kennen das ja aus vorigen Events, war ziemlich teuer, aber diesmal kostet die Drohne direkt auf Stufe 8, ja, ich kaufe die quasi direkt auf Stufe 8, gerade mal 8.550 Gold. Das ist saugünstig für eine ganze fertige Drohne. Ihr kauft nicht einen Bauplan oder zwei, ihr kauft die fertige Drohne, ihr kauft nicht den Bauplan. Wenn ihr das kauft, habt ihr eine fertige Drohne im Hangar. Ich find's cool. Yeah, no!